Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft weiterhin mit Jan. Hallo YouTube. Hallo Jan. Das ist eigentlich voll bescheuert, ne? Jo, Anfänger. Hallo YouTube. So, ja, ich gehe wieder runter. Will dann noch die paar Gänge zu Ende machen. So. Mach ich auch. Plumps. Plumps. Heilige Scheiße. Ja, war nicht schlecht. War ja mal. Weiß noch nicht. Er war nicht schlecht. Drücken wir es einfach so aus. Er war nicht gut. Er war scheiße. Ja. Danke, Arschloch. Kann man eigentlich. War nicht schlecht, aber er war scheiße. Kann man nicht schneller die Leitern runtergehen? Kannst ja. Den Gang nach hinten nur eins machen, kannst du runterspringen. Das wäre nicht schlecht. Ja, was, ne? Ja. So, jetzt können wir nämlich hier auch wieder die ganzen Steine aufheben. Oh, hier ist ein Loch. Wer denn hier Steine. Ein Loch? Geil! Oh, Kevin, das warst doch du Idiot. Der Lochmann. Ja, Herzelein, du hast ein Loch am Arsch. Ich weiß, das warst du, mein Schatz. Das ist der Arschfixer. Ja, hier spricht der Doktor, ich habe ein Problem, was haben Sie denn? Ich habe gestern nach meinem Arschloch geguckt, es war gestern 2 cm breit, heute ist es 18. Können Sie mir weiterhelfen, Herr Doktor? Ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Was haben Sie denn gestern so für Aktivitäten gehabt? Ich wurde gefickt. Meine Kleine, wie heißt du denn? Geht dich gar nichts an. Ja. Ah, finde ich absolut geil, den Namen. Mal geheimnisvolle Frauen. Oh, wie richtig geil. Richtig kranker, ja. Ja. Yeah. Das ist wie ein Typ, der bei Last Ship. Ja. Der Typ ist einfach. Ist ein krank. Das, ich glaube, das war nicht normal, Alter. Ne, ich glaube, war ganz so. Alter, wie er gelacht hat in diesem Raum. Wie so ein mega krasser Schurke oder so. Alter, ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Augenblick da. Das sind schon komische Szenen manchmal, wo ich mir dann sage, okay. Ja. Das hättet ihr euch jetzt sparen können. Aber jetzt nicht, Leute, weil es idiotisch ist oder so, weil du dir einfach nur denkst, oh mein Gott. Alter, nicht klar mit dir, was ich wieder so ein bisschen absorbt fand, war wieder. Ah, ne, das wäre wieder Spoiler. Ne, wir halten einfach unser Maul darüber. Ganz einfach. Das ist besser. Ich finde die Serie nicht schlecht, aber dieser Konflikt, der am Anfang war in der Serie, das war wieder typisch. So. Ne? Also, keine Ahnung. So. Und den Berg ein bisschen. Abgeschossen? Ja, ein bisschen was abgehauen. Ja. Was wollen wir denn auf der andere Seite hier noch hinbauen? Also auf die Seite, wo ich gerade abbaue. Keine Ahnung. Wir also da hinten raus. Wir haben uns auch noch gar nicht so weiter noch Gedanken gemacht, was wir noch bauen wollten. Können da alles aushöhlen, mit Wasser voll machen und da so ein mega Schiff hinbauen. Ein Schiff wollte ich auf jeden Fall noch bauen. Also ein großes Kriegsschiff, ne? Nein. Ja, wieso nicht? Nein. Ich möchte das Schiff gerne mal beenden, mit was ich mal angefangen bin. Oh, ein Kriegsschiff? Nein. Wieso nicht? Weil ich gerne das Schiff beenden möchte, mit was ich mal angefangen bin. Ja, aber dann baue ich ein Kriegsschiff. Ja, wir können doch da nicht zwei Boote hinsetzen. Wie scheiße sieht das denn aus? Es sind ja keine Boote, es sind ja Schiffe. Ja, aber so ein Kriegsboot sieht ja wohl scheiße aus. Also, passt richtig groß. Ja, gar nicht in diese Welt. Diamanten. Wow, wow, wow. 1, 2, 3, 4. 4 Blöcke sehe ich. Also sind 10. Oh, noch mehr. Oh, 12. Wow. 14. Wow, wow. Was denkst du? Komm, sag eine Zahl. 14. 16. Warte. Ja, geil. Ja, gut dran, Mann. Mega, Alter, wir haben gerade unsere Beute, die wir hatten, verdoppelt.
Da hast du ja mal richtig mal Glück gehabt. Ja. Ich wusste, dass ich heute Glück habe. Hat heute Morgen mein Sperma mir vorausgesagt. Ach du Schein. Was ich dir so richtig geil auf deine Hühnerbrust gespritzt habe. Die weitere Angelegenheit. Oh, wie geil, Alter. Ja. Ja, ne? Oh, Lava, ja. Oh. Stirb, okay. Stirb, nee, stirb, zugemacht. Stirb. Oh. Ich meine, cool. Okay. Jetzt irgendwie so ein komisches Vieh auf meinem Monitor. Echt? Kein Wenn möglich, ne? Können Sie bitte gehen. Ist ja kein Fliegengitter in deinem Fenster, ne? Ah. Oh, guck mal da oben, Leute. Da hat schon Fliegengitter. Ich? Heutzutage benutzt man Flammenwerfer. Ich finde diese Fliegenklatschen so geil mit Strom, Alter. Die haben wir zu Hause, aber ständig sind die Batterien der, weil wir damit immer rumaffen. Damit kann man auch irgendwo irgendwas anderes klatschen. Ja. Ich zwar jetzt nichts sagen, aber. Lustig, wenn du damit auf den Arsch schaust. Ja. Und eine geile Sau. Komm, mach's mir, du geile Sau, gib mir einen Strom. Ja, geil. Oh ja. Jetzt steht mal richtig unter Spannung. Oh, du machst mich ja ganz geil mit deinen angetönten, geilen, fliegen, klatschen, Sadomaso-Spritze. Gar nicht lustig. Nein. Nein? Okay. Gar nicht sowas. Unverschämtheit. Unverschämtheit? Wenn dann sag ich mit zwei klatschen. Beide Seiten. Für jede zwei Seiten einmal. Okay. Den doppelten Schock. Jan, weißt du, was wir unbedingt noch brauchen? Was? Ist dieses, ja, so in der Art wie so einen kleinen Parkbaum, wo wir wirklich die verschiedenen Baumarten hinstellen und dies und jenes. Ein Park? Ja, so ein Baum. Eine Allee mit Park, sowas. Ja, eine Allee könnten wir eigentlich noch bauen, so bei uns da mitten in dieses Viertel rein, weil es ist ja noch ziemlich kahl alles, ne? Also einen richtigen Park mit Bäume, Gebüsche. Nein, und wir müssen von meiner Meinung. Nein, wir müssen erstmal zusehen, dass wir überall die Bäume anpflanzen, die es gibt. Weil das haben wir nämlich immer noch nicht. Manchmal geht man auf Suche und den Baum haben wir gar nicht eingepflanzt. Also müssten noch so ein. Wie nennt man denn das? Ein Waldstück bauen. So. Boah, du bist mega laggy, was ist bei dir los? Bin ich das oder du? Genau. Nein, ich bin das. Hallo. Hallo. Ne, Günther. Geht's wieder. Echt scheiße. Bei Jan ist es. Oder bei, so. Bei Jan ist es lustig. Wenn es zu warm wird bei ihm im Zimmer, geht sein Internet aus. Ja, wie das der Gerät überhitzt. Ist diese Geräte voll überheizt und dann. Da gibt's ja für dich auch so eine Wasserkühlung oder so. Wäre schon lustig, ne? Wasserkühlung für Internet. Ja, nicht so wie du, der beigeht und ein Kühlpack drauflegt. Er ist jetzt halt geholfen, aber nachher. Hättest du vielleicht ein Handtuch einwickeln sollen. Dann hätte das länger gehalten. Ja, das Monster in der Nähe, scheiße. Ich will schlafen. Dann sag das doch, dann lege ich mich auch hin. Ja, konnte ich schon nicht, weil ein Monster. Ich liege auch. Erster? Nein, ich liege schon längst. Ich liege schon seit gestern. Würde ich nicht mal verneinen, dass du schon wieder liegst. Ja. Auf welchen Typen liegst du denn? Ich liege auf Barbara Salisch. Ah! Ich bin voll ekelhaft, ich weiß. Nein, wir wollten nicht darüber reden. Weil ich nur mal anmerken, wer. Wenn irgendjemand Kontakt zu Barbara Salisch hat, bitte unten verlinken. Wir haben da so eine geschäftliche Anfrage an die nette Barbara. Jetzt ist Schluss. Hör auf, wir wollten darüber nicht reden. Das ist unsere Geschäftsidee, unsere neue. Wollen ja richtig groß rauskommen damit. Ja, klar. Ha ha ha.
Machen wir dann ein Abonnenten-Spezialvideo. Oh, wie geil, Alter. Nein. Ah. Ah, da ist Lava, Leute. Da tropft es überall durch. Können wir nicht weiter abbauen. Da ist der Lava. Der Lava. Buddeln wir uns hier einfach mal noch weiter durch. Guck mal, ob wir nicht dann doch noch mal irgendwann auf dir... Mal mit dem Kopf durch die Decke. ...stoßen. Hast du schon Diamanten gefunden? Ja, 16 Stück. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Oh, Lava. Hallo. Okay, jetzt. Hallo. Ah, oh, schon ziemlich lustig. Was? Ganz mit Barbara? Ja. 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 Für Barbara. Für geile Torte. Ach du Scheiße. Ja, was wollte ich denn sagen? Dann bitte spenden Sie. Wer hat Sie mich uns. Privat. Mensch, boah, wie hieß der denn nochmal? Hatte mich privat angeschrieben, hat dann gesagt, ja, wenn wir dann Forza aufnehmen, ob wir dann aufhören mit Formel 1. Nee, warum? Formel 1 ist ein Projekt, was Freitag, Samstag, Sonntag kommt und das wird stehen bleiben, auch wenn ich Forza aufnehme. Also Forza werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Das steht zu 100% fest. Wir werden auch probieren, im Koop zu spielen. Hoffen, dass das gleich von Anfang an vernünftig funktioniert. Dann kommt gerade darauf an, mit wie vielen Leuten wir spielen werden. Also es könnte sein, dass wir von Anfang an mit 3 Leuten spielen. Oder mal mit 2 oder mal mit 3. Und mit 4 doppeln. Oder es könnte auch sein, dass wir noch mehr Leuten spielen. Es kommt immer ganz drauf an, Leute. Eigentlich sind wir ziemlich viele Leute hier. Aber die alle immer unter ein Dach zu bekommen, ist nicht immer... so einfach. So kann man das eigentlich ausdrücken, ne? Oder dass wir alle die gleichen Interessen haben. Zum Beispiel ich und Jan sind wirklich absolute Leute, die auf Autorennspiele spielen mit Spike. Und ich glaube, dann war es das auch schon wieder. Die anderen nicht so. Ja, glaube ich, ist auch mega total gehypt. Der ist am Ausflug wie sonst. Ja. In Toastbrot. Kabi ist halt absolut da nicht so dieser Fan für, ne? Aber dafür wird man ihn, wenn wir Civilization spielen sollten, dann auf jeden Fall wiedersehen, ne? Also das ist dann zum Beispiel ja auch sowas. Aber man soll ja auch nicht spielen, wo man keinen Bock drauf hat, Jan. Das muss man jetzt ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Darauf muss man aber Bock haben. Eigentlich schon, aber... Ja, zum Beispiel, er guckt sich Formel 1 an und sagt, er findet es mega geil. Ja, aber dann sagen, boah, ne, ich stehe nicht auf Autorennspiele. Boah, Kabi, kauf dir doch einfach mal eins. Du kannst doch kein Autorennspiel mehr von 1800 vergleichen mit heute. Oder Battlefield. Ja, das ist sowieso so zweierlei. Dazu dürfen wir uns gar nichts hier in diesen Videos äußern, Jan. Wenn es ganz ehrlich ist. Schade. Man muss eigentlich jedem Spiel heute eine Chance geben. Das ist genau wie No Man's Sky oder andere Spiele. Man darf, oder Minecraft oder so. Wer heute sagt, Minecraft ist nicht mein Fall, keine Ahnung, Leute, spielt's einfach. Und gerade in der Gruppe ist Minecraft mega geil. Zum Beispiel unsere private Welt, können wir euch ja mal so verstehen, jeder ist irgendwo anders auf dieser Karte. Ne? So sagen wir das mal. Jeder ist wirklich auf einer anderen Welt dieser Karte. Wir bauen uns Tunnelsysteme zueinander, bauen uns Eisenbahnschienen und all sowas. Also man muss da wirklich mal beim Punkt bleiben, was du denn auch alles machen kannst in Minecraft, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, Jan. Ja. Welches Spiel bietet dir das denn sonst? Gar nicht. Und der Vorteil ist einfach... 29 Dias haben wir jetzt. Der Vorteil ist einfach, was ich an Minecraft einfach so genial finde, ist, oder auch, wo wir jetzt eine Zeit lang nicht privat spielen, es verschwindet ja nichts. Wenn du einen vernünftigen Server oder so hast, den lässt du einfach an, dann gehst du mit Freunden spielen, so wie sie Bock haben, oder jemand geht alleine spielen oder so, und das ist einfach das, was doch gerade Minecraft mega ausmacht, in meinen Augen, ne? Und gerade mit dieser Welt, die wir spielen, da auf schwer und dann mit Karte und man kann sehen, wie viel Spielzeit und was du alles abgebaut hast. Es ist schon dann ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir da natürlich auch wirklich fast ohne Mods spielen, ne? Ja. Das muss man jetzt ja auch mal wirklich dazu sagen, ne? Also wir spielen wirklich ohne großartige Mods, weil wir das einfach... viel angenehmer finden, ne?
Haben wir noch haben wir noch Kartoffeln im Lager? Ja. Okay, dann ja. Hol ich mal noch. Nicht. Keine Ahnung. In der Mühle hole ich mal noch ein paar Kartoffeln und brenne die mal. Weil wir haben nur noch 16 Stück im. Ich weiß aber nicht, ob ich alle auf dem Feld gepackt habe. Damit wir mal mehr rauskriegen. Kann auch sein. Ich gucke einfach meine Kisten hin. Okay, und die Kisten sind anscheinend. Unten habe ich alles leer geworden. Alles leer. Weizen. Kartoffeln. Ja, ist alles durchgebraten, echt. Okay. Wie sieht's aus auf dem Feld? Da liegt auch noch so viel Scheiße drin. Ne? So. Wir können bald schon wieder ernten, Jan. Mhm. Aber noch nicht. Noch ein bisschen Zeit mitlassen. Ja, wir sagen damit auch schon wieder vielen Dank. Bis zur nächsten Runde. Tschüss. Tschüssi.